Ich habe gestern einen Beitrag veröffentlicht, über den bin ich jetzt im Nachhinein nicht stolz. Ich möchte kurz darüber sprechen, was ich dadurch jetzt gelernt habe. Ich habe gestern einen Beitrag veröffentlicht, in dem habe ich über andere Menschen und deren Verhalten gesprochen. Und im Kern ist es was, was mich eigentlich persönlich am Internet und vielen Ecken von Social Media stört. Egal, ob das Reaction-Videos sind, ob das das öffentliche Anprangern irgendwelches Verhaltens in Textnachrichten ist, ob das das Rausgreifen bestimmter Persönlichkeiten ist und die dann groß an den Pranger zu stellen. Das ist ein Verhalten, das findet der Mensch scheinbar schon immer total faszinierend. Selbst im Mittelalter hat es die Leute auf die Plätze getrieben mit ihren Mistgabeln und mit ihren Fackeln. Ich habe natürlich gestern aus meiner Perspektive versucht, das so sachlich wie möglich zu beschreiben. Ich denke schon, dass mir das einigermaßen gelungen ist, obwohl ich natürlich auch gar nicht weiß, ob ich nicht dadurch irgendwen verletzt habe, weil ich natürlich ein Verhalten beschrieben habe, das mehrere Menschen beschreiben. Immer wenn ich auf Aufnehmen drücke, kommt gerade ein Auto. Jedes Mal. Und es gab einen Kommentar von der Luisa, über den ich sehr dankbar bin, weil Luisa hat selbst geschrieben, sie ist diese Diskussion eigentlich müde und wird sich wünschen, dass wir alle bei Social Media das tun, wozu wir eigentlich da sind oder was wir eigentlich gerne möchten, nämlich einfach selber coole Sachen zu produzieren. Und das ist im Grunde eigentlich auch das, was ich dort machen möchte. Ich möchte eigentlich Dinge produzieren, über die ich auch in einem Jahr, in 5 Jahren und 10 Jahren stolz sein kann. Egal, ob ich selber vor der Kamera bin oder ob ich mit anderen Leuten zusammenarbeite, dass sie letztlich irgendwo zu sehen sind. Es gibt ein Riesenproblem und eine Riesenfalle, in die wir alle wahrscheinlich relativ häufig reintappen, nämlich das Thema Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Und wenn ein Thema wie das, das ich gestern rausgegriffen habe, natürlich gerade sehr vielfach diskutiert wird und sehr viele Menschen triggert, dann ist es natürlich naheliegend und auch irgendwo verführend, dieses Thema aufzugreifen und darüber zu sprechen. Jedoch finde ich, ist es sehr viel besser, wenn wir vielleicht alle mal uns an die eigene Nase packen und ich packe mich heute an meine eigene Nase, um zu gucken, spreche ich da gerade eigentlich über jemand anderen und versuche mich dann dadurch selbst in ein besseres Licht zu rücken oder mache ich irgendwas, worauf ich selbst stolz sein kann? Weil ich bin, wie gesagt, über das, was ich gestern gemacht habe, nicht sonderlich stolz, weil ich eben andere Personen rausgegriffen habe. Als ich mit Parkour angefangen habe, der Sportart, das war 2003, gab es im Training immer jemand, der spaßeshalber bei großen Sprüngen davor geschrien hat, mach was Geiles! Daran muss ich so oft denken, also Tom, falls du dir das anguckst, das ist für dich. Denn er hat immer ganz laut gerufen, so, ja, jetzt hau quasi einen raus. Und daran denke ich auch so oft, wenn ich irgendwas produziere, ich würde jetzt gern einen raushauen. Und andere Leute anzuprangern, ist eben kein Raushauen, sondern das ist etwas, was nur der Aufmerksamkeit dient, was nur der Sichtbarkeit dient und was letzten Endes auch Menschen verletzen kann. Und deswegen habe ich für mich mitgenommen, ich will in Zukunft wieder mehr was Geiles machen. Ich bin da gestern ausgerutscht und werde mich in Zukunft auch hoffentlich häufiger selber daran erinnern. Aber die Versuchung ist natürlich groß, weil wenn ein Thema irgendwie gerade Sichtbarkeit bekommt, sich dazu hinreißen zu lassen, schwierig. Also, mach was Geiles.